So, willkommen, Freunde. Wir sollen das Siegel des Reiches abschließen. Ich hoffe, das wird uns gelingen. Wenn das Ganze hier mal öffnen. Wir haben es jetzt freigeschaltet. Sprechen wir nochmal mit dem Sanktum. Auron, I want you to know, I've enjoyed our adventure together. There is comfort and purpose. I meant, if we didn't have this crisis, I would still be locked away in that temple. You set me free, Auron. Thank you. No thanks necessary. You are giving me another chance to face my brother. We have all the pieces in place. It is time to face Makros's most loyal follower, the Gildan Commander. So. Ich hoffe, dass unser Level ausreicht. Dass wir das auch wirklich schaffen. Der Schmelztiegel der Seelen. Da ist mir nicht ganz wohl bei, muss ich ehrlich sagen. Alter Falter, ey. Okay, das ist nur eine goldene Maske, aber... Krass. Ist ja wie bei Star Wars, ey. Da sitzt der fette Imperator da oben. Krass. Ich habe echt Schiss, dass ich das nicht packe. Und zwar aus folgendem Grund, dass ich die Stärke in Leveln noch nicht habe. Ich glaube, ich mein Bruder, der da kämpft, kann das sein? Ne, Kommandant war das, okay. Sieht überhaupt gar keine Energie ab. Frage, was man machen muss. Okay, vielleicht braucht der. Geht das nur so, wenn wir spezielle Energie hier nehmen? Der haut auch nicht hin. Hat die grüne Kugel eingesammelt? Ja, ne? Okay, ich brauche mir nicht einbilden. Ah, jetzt zieht er Energie ab. Warum jetzt erst? Ich hoffe, er zieht wirklich. Wir schaffen es. Ah, shit. Ich wollte es irgendwie. Der hat hier oben so eine Anzeige mit so einem Dreieck und ich wollte eigentlich die Energie so weit abziehen. Krass. Ich hoffe, wir packen es jetzt. Zieht aber gleich Energie ab. Das war vorhin anders. Schade, dass ich die Raserei nicht habe. Okay, damit werde ich ihn wahrscheinlich nicht beeindrucken. So. Können das ja mal ein bisschen auf Zeit spielen hier, das Ganze. Was wir jetzt? Powerschlag absetzen und dann verkrümeln wir uns. Vielleicht ist das von der Strategie her besser. Okay, da waren wir noch nicht aufgeladen. Auch Glück gehabt.
Bloß aufpassen hier. Meine Strategie ist nicht irgendwie von ihm einen verpasst zu bekommen. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft, dass er Energie bis zum Dreieck oben abgebaut hat. Oh. Noch mehr Energie gedroppt. Dann rutschen wir jetzt hier mal weg. Also, wenn wir das so spielen, könnten wir das packen. Ich weiß nur nicht, wie weit wir hier... Ah, er hat einen Schwächeanfall. Guck's mal nochmal aus. Wie weit wir ihn generell packen. Oh, gefangen. Ah, hier ist Energie. Unsere Chance. Ich hoffe, dass wir jetzt Energie bekommen, wenn wir jetzt hier drauf stürmen. Wir brauchen ein paar Energieperlen hier. Kann doch nicht so schwer sein. Von alleine erholt er sich hier nicht. Aber zeigt auf jeden Fall, dass er zu packen ist. Ah. Wer Glück haben, hat er nicht die volle Energie, sondern das, was wir ihm abgezogen haben. Das wäre natürlich optimal, dann würden wir das noch packen. Ich bin mal gespannt. Ja, das... Mit der Strategie, die ich vorher gefahren habe, könnten wir das packen. Ja, jetzt bloß nicht leichtsinnig werden. Okay, wir haben eine Energiekugel bekommen. Jetzt zieht er Energie ab, okay. Jo. Das heißt, wir laufen so lange im Kreis, dass wir da zuschlagen können. Okay. Und gut, dass ich da eben nochmal Energie aufgeladen habe, sonst hätte ich ein Problem gehabt. Da konnten wir uns nochmal rausdrehen. Jetzt müsste es funktionieren. Ich hoffe, er kriegt jetzt nochmal einen Schwächeanfall. Aber jetzt nicht so aus. Mann, der hat ja Nerven, ey. Jetzt laufen wir nochmal weg. Komm mal auf mich zu hier. Jo, der Schlag hat gesessen. Müsste gleich wieder aufgeladen sein. Das ist ja unten der gelbe Strich. Oder? Ich glaube.
So, letzte Mal versuchen wir es, aber auch der ist zu passen. Zu packen. Die Strategie, die wir fahren, die ist sehr gut, muss ich sagen. Oh, Auron, das Sanctum meckert am Hintergrund. So. Wir haben jetzt 3 Aufladungen. Wenn wir jetzt schlau sind und schnell laufen, kann uns eigentlich nichts passieren. Bloß nicht auf irgendeinen Nahkampf einlassen hier. Mal warten, bis unten irgendwas aufgeladen ist. Okay, er kann auf uns zukommen. Wir können dann ausweichen, das geht auch noch. Ja, der hat auch gesessen, der Schlag. Da muss man echt aufpassen. So, wenn der gelbe Strich unten wieder voll ist, es dauert zwar alles ein bisschen länger, dürfen wir uns natürlich keinen Fehler erlauben. Ich kann er wieder angreifen. Mann, das ist doch zum Kotzen. Egal, komm. Egal. So, den kriegen wir jetzt. Schon so gut abgekämpft hier. Bisschen Energie abgezogen. Jetzt warten wir wieder, bis er gelb. Ah. Junge, geh doch nicht in den Infight, das packen wir sonst so nicht. Es geht zwar schneller, aber... das werden wir nicht schaffen. Jetzt spätestens müssen wir weg. Das sieht doch schon ganz gut aus. Lädt er sich weiter auf. Komm her, Freundchen. Okay, er wird natürlich ein bisschen sauer. Ist klar, weil er uns nicht trifft. Ich an seiner Stelle genauso. Wie beim Torero hier. Ah, shit. Ja, jetzt sieh zu, dass wir hier Land gewinnen. Ja, so walks the rabbit. Komm her. Ah, hat sogar noch Energie gedroppt. Ja, wir haben ihn. Ah, sehr geil. Komm. Reiß ihn hier rüber ab. Baby, das war aber... Ui. I don't know how much longer I have. Then there's no time to waste. Scheiße, das Sanctum hat wohl Probleme. Die schickt mich automatisch dann zurück. Ja, Auftrag erfüllt. Hammerhart. Nicht schlecht. Kann man packen auf jeden Fall. Neuer Fertigkeitspunkt. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir vergeben nochmal den Punkt hier. Fertigkeitenpunkt und Vitalität, kritische Trefferchance. Achso, hier. Den müssen wir nochmal ein bisschen stärken, den brauchen wir. Haben wir bis jetzt bei den Endgegnern auch gar nicht nutzen können, den Zorn. Okay, prima. Sprich mit dem 7. Sanctum, das machen wir jetzt auch nochmal. It's time. You must face Makros and stop him. Once and for all. He is at the height of his power.
so are you. We have the Aetherium. Boah, der letzte Aufstieg. Akzeptieren wir natürlich. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Abonniert den Kanal, lasst mal ein Like da. Würde ich mich freuen. Lasst Kommentare da. Daumen nach oben penetrieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.